Das Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek bewahrt den Nachlass eines der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller. Im Kubus zu sehen sind Thomas Manns letzter Schreibtisch sowie die Gegenstände und Bücher, die für sein Leben und Schreiben wichtig waren. Einblicke in seinen Alltag, in sein familiäres Umfeld und in seine Arbeit bekommt man anhand von Fotos, Briefen und Audioaufnahmen. Aurige, poetische. Seine Schreibprozesse kann man anhand von Archivmaterial und an teilweise interaktiven Medienstationen nachvollziehen.